ein Do-it-yourself für euch. Und zwar, wie man Kürbisse schnitzt und so Halloween-Gesichter reinmacht. Und ja, alles, was ihr dafür braucht und die einzelnen Schritte, seht ihr jetzt in meinem Video. Viel Spaß! Als erstes braucht ihr einen Cutter, der gut schneidet. Dann einen Löffel, um den Kürbis innen auszuhöhlen. Ein etwas kleineres Obstmesser, um präzise schneiden zu können. Und ein etwas gröberes Messer, das einfach gut schneidet. Und dann können wir auch schon loslegen. Jetzt müsst ihr kleine Dreiecke oben am Deckel ausschneiden, damit ihr die Haube gut abnehmen könnt. Und ja, in Dreiecksform schaut es einfach netter aus. Und dann könnt ihr den Kürbis innen gut aushöhlen. Geschafft hat, sieht es in etwa so aus und ihr könnt den Deckel dann einfach gut abnehmen und jetzt seht ihr auch innen das ganze Fruchtfleisch, das ihr dann herausnehmen müsst. Seht euch einen Eimer bereit, in den ihr das ganze Fruchtfleisch reinschmeißen könnt und es ist wirklich eine Menge. Ihr könnt zur Hilfe ein Messer nehmen, um das Fruchtfleisch lose zu schneiden, damit ihr es dann mit den Händen besser rausholen könnt. Dies braucht ein bisschen Übung und dauert auch etwas, weil, ja, wie gesagt, es ist echt jede Menge Fruchtfleisch und Kerne in diesem Kürbis drin. Das Ganze sieht dann so aus, wenn ihr fertig seid. Und wenn ihr den Kürbis machen wollt wie ich, dann hebt das Fruchtfleisch unbedingt auf. Ihr seht am Schluss wieso. Hier seht ihr jetzt den Kürbis, den ich mir rausgesucht habe, und zwar der vordere. Und den hinteren macht meine Mutter. Ihr braucht einen Bleistift, um auf den Kürbis das Gesicht vorzuzeichnen. Dann schneidet ihr es mit dem Cutter leicht in den Kürbis rein, sodass ihr es dann mit dem Messer rausschneiden könnt. Für engere Stellen, wie bei diesem Mund, bei dem Kürbis, könnt ihr die Messerklinge aus dem Messer herausnehmen, denn dann geht es einfacher, den Kürbis zu schneiden. Allerdings müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr euch dabei nicht schneidet. Und das war's dann auch schon. Das Fruchtfleisch habe ich bei meinem Kürbis eben aufgehoben und habe es in so Folie rein verpackt, damit es ausschaut, als ob der Kürbis das Ganze wieder rausbricht. Ich fand das Bild irgendwie so lustig und deswegen wollte ich den so machen. So, ich habe die Kürbisse jetzt gerade mal angezündet und ja, das ist mein fertiger. Das Fruchtfleisch habe ich jetzt mal in so Frischhaltefolie eingepackt und das kann man den dann so in den Mund stopfen, damit es ausschaut, als ob er das wieder rausbricht. Weil wenn ich das nicht in Folie mache, dann liegt es da überall rum und das ist hier ein bisschen blöd. Und da ist der obere Kürbis. Hier seht ihr den. Der soll so ein bisschen betrunken ausschauen. Ja, ich habe jetzt so eine Kerze drin angemacht und es schaut so süß aus. Und ja,